E-Bikes im Fachwerk. Neuer Räderverleih eröffnet in der Innenstadt. In Quedlinburg gibt es seit neuestem ein neues Angebot in der Innenstadt. Auf dem Marktkirchhof werden ab nun E-Bikes verliehen, mit denen man die Stadt erkunden kann. Mit der Zusammenarbeit mit dem Fahrzeughaus Kilian aus Rieda bleibt das Angebot regional. Mit 10 Rädern geht der Verleih zur Eröffnung an den Start. Mit Hilfe der Quedlinburg Tourismus und Marketing GmbH wird der Standort bewirtschaftet. Schon ab 35 Euro kann hier ein E-Bike für einen Tag geliehen werden. Ja, wir machen ernst mit dem Auftrag des Stadtrates Fahrradfreundliche Stadt. Nicht nur der Ausbau der Fahrradwege, sondern auch das Angebot Fahrradverleih haben wir jetzt im Portfolio in Gemeinsamkeit unserer Quedlinburg Tourismus Marketing GmbH mit der Firma Kilian aus Rieder. Bieten wir E-Bike-Verleih an, und zwar nicht nur irgendwelche E-Bikes, sondern die neuesten Modelle und auch City-Modelle mit besonders breiten Reifen, damit man auch auf dem historischen Pflaster in der Welterbestadt Quedlinburg sicher fahren kann. Und der E-Bike-Verleih soll ja auch dazu dienen, nicht nur die Welterbestadt Quedlinburg mit ihrem Einkaufserlebnis historische Innenstadt zu erschließen, sondern auch unsere schönen Ortschaften, Bad Suderode, Stadt Gernrode, das Selketal, das Bodetal, Fahrten bis nach Wernigerode, Halberstadt, Ballenstedt sind also hier, Harzgerode sind möglich, und da freuen wir uns drauf. Wir haben ja Reichweiten bis 150 Kilometer in der Eco-Stellung, sage ich jetzt mal so. In der Regel im Schnitt haben wir so Reichweiten an die 100 Kilometer unter normalen Handhabung. Es gibt verschiedene Modelle in verschiedenen Größen, damit für die KundInnen die bestmögliche Auswahl bereitsteht. Damit soll nun außerdem ein stadteigenes Angebot auf dem Markt des E-Bike-Verleihs gewährleistet werden. Mit den 2 Modellen, die es derzeit gibt, können Reisen in der Welterbestadt, aber auch nach Halberstadt, Wernigerode, Thale oder sogar tief in den Harz angetreten werden. Wir haben im Zusammenhang mit der Tourismusinformation haben wir favorisiert, Cityräder zu nehmen, um im Stadtbild erstmal ein Fahrrad zu haben. Diese sportliche Überlandvariante haben wir uns nach außen vor gehalten. Ja, also die Nachfragen waren da. Wir haben das ja nicht gemacht, weil wir uns mal was Schönes haben einfallen lassen, sondern die Nachfragen wurden immer intensiver. Und bisher musste der Verleih organisiert werden von auswärts. Und jetzt können wir also den Bedarf hier abdecken und freuen uns, dass wir ein weiteres touristisches Angebot machen können. Für die Räumlichkeiten im Marktkirchhof 10 wurde die ehemalige Toilettenanlage von der Wohnungswirtschaftsgesellschaft, der WoWi, umgebaut und der QTM vermietet. Die Räder können hier übrigens nicht nur für einen Tag ausgeliehen werden. Halbtags- oder Mehrtagsausflüge sind auch möglich. Das Angebot soll dann online buchbar sein, aber auch in der Quedlinburg-Information gibt es Ansprechpartner.